Steganlagen wie gerade links von uns. Die geschützte Lage der Seenkette, die wir hier befahren, bietet ideale Trainingsbedingungen für die Ruderer. Ist alles für die Frachtschiffe abgesperrt und auch nicht ganz so windig und wellig wie der große Wannsee. Eine Stelle hier am kleinen Wannsee ist dann auch öffentlich zugänglich, genau hier links von uns, wo die Parkbänke sind, befindet sich die Grabstätte des berühmten deutschen Dichters Heinrich von Kleist. 1811 wählte Heinrich von Kleist zusammen mit seiner Freundin Henriette Vogel tragischerweise genau hier links von uns den Freitod und hat die beiden ebenfalls hier gefunden. Rehabilitationszentrum für Gelenk- und Rheumakrankheiten. Das sind die Spezialisten. Sie umbrasen.